Alex Frey, nach zwei Monaten zurück an alter Wirkungsstätte, wo der neue FCB-Trainer heute auch auf einen alten Nationalmannschaftskollegen trifft. 15 Spiele haben er und Bruno Berner einst zusammen bestritten. Die Schützenwiese ausverkauft, 8.400 Fans, die sich das Winterthurer Super League-Comeback nicht entgehen lassen wollen. Basel gleich druckvoll, aber Winterthur kann sich ein erstes Mal lösen. Das ist Buess, dann Ramisi, 1:0 für den Aufsteiger. Der FCB stempelt bereits in der dritten Minute in die Super League ein. Die FCB-Abwehr nicht genug dicht bei den Leuten, Marvin Hitz im Basler Tor schon früh geschlagen. Sami Ramisi, erster FCW-Torschütze im Oberhaus seit Urs Egli im Juni 1985. Und das sind die Reaktionen an der Seitenlinie. Basel angefressen. Eckball. Und Nasser Chiga, der 19-jährige Innenverteidiger aus Burkina Faso, mit dem ersten Basler Abschluss. Nächster Basler Standard mit Dan Ndoi. Katterbach. Und Amdouni. Riesenmöglichkeit für Zeki Amdouni. Ihn haben sie von Lausanne eigentlich geholt, damit er solche Chancen reinmacht. Basel in der Startviertelstunde mit 70% Ballbesitz. Nächster Angriff. Wieder Amdouni. Aber Josef Puka im FCB-Tor sicher. Dann kippt das Spiel. Viel spielt sich nun vor dem Basler Tor ab. Der FCW hartnäckig, frech und selbstbewusst. Sehr zum Missfallen von Alex Frey. Sein Team hat die Spielkontrolle abgegeben. Es ist eine sehr unterhaltsame erste Halbzeit. Vor der Pause nochmals die Basler. Vinti bringt den Ball nicht weg. Males, Börcher und Miller findet die Lücke. Aber Puka hält das 1:0 fest. Nach einer süßen ersten Hälfte aus Winterthurer Sicht. Seitenwechsel und Winterthur gleich im Vorwärtsgang. Francisco Rodriguez bereits nach 14 Sekunden mit dem Versuch, der Neuzugang aus Schaffhausen, ein Aktivposten. Der Aufsteiger auch in Hälfte 2, sehr munter. Langer Ball von Lekai auf Di Giusto. Beinahe das 2:0. Absolut erstaunlich, wie sich der FCW bei seinem ersten Super League-Spiel seit 37 Jahren präsentiert. Stark hier aber auch die Parade von Hitz. Alex Frey reagiert. Er setzt zwei Offensivkräfte. Miller und Males machen Platz für Soloi und Ladaev. Und tatsächlich geht's nun mal wieder in Richtung FCW-Tour. Mit Dan Ndoi. Und viel fehlt hier nicht. Basel jetzt wieder besser im Spiel. Das ist Börcher. Doppelpass mit Amdouni und das Tor. Der FCB für eine geringe Leistungssteigerung gleich mit dem 1:1 belohnt. Torpremiere für Börcher in der Super League und neu auch das Bild an der Seitenlinie. Bruno Berners Winterthurer reagieren. Weiter Auskick von Pukai. Kommt zu Di Giusto. Der vorbei an Chiga, vorbei an Hitz, aber nicht vorbei an Lang. Unfassbar, dass dieser Ball nicht reingeht. Michael Lang mit der Rettungstat gegen Di Giusto. Nachspielzeit, letzter Angriff. Mit Mansambi, aber der
kommt da nicht durch. Dann ist Schluss. Bruno Berners, FC Winterthur, ringt Basel ein Unentschieden ab und beweist, dass er in der Super League eindeutig mehr sein kann als ein Punktelieferant. Bernd Alex Frey, gestern 43-jährig geworden, nach heute wohl auch noch um einige graue Haare reicher ist.